Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dämonologist. Wir befinden uns hier in diesem wunderschönen Häuschen, in dem ich immer gerne länger verweilen würde, was aber leider nicht geht, denn wir wollen ja Geist austreiben. Das letzte oder das vorletzte Mal, weiß ich gar nicht, haben wir zumindest den richtigen Geist mal erkannt und haben somit ein bisschen Geld eingenommen. Ich wollte mir eigentlich ursprünglich gar nichts kaufen, aber ich hole mir jetzt trotzdem was. Wir gehen mal kurz in den Shop rein. Ich wollte ursprünglich diese Beruhigungspillen, die kann ich mir nicht leisten. Hier die Kerze, was kostet die? Ich kaufe mir die Kerze, komme, wo es wolle, ich kaufe mir jetzt die Kerze. So, wie funktioniert das jetzt hier? Kaufen. Jetzt haben wir sie gekauft. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier rüber, gell? Einzelspieler. Huch. Hat es mich auch gleich wieder rausgeschmissen. Und wie füge ich das jetzt hinzu? EMF, Taschenlampe, UV-Licht. Hier sieht es so aus. Nicht. Schwierigkeitsgrad einfach. Das lassen wir. Muss ich dann doch hier, oder? Wo ist denn jetzt meine Kerze? Hier. Ach so, einmal rüberschieben. Zack. Oh, ist das ein Geklicke von einer Tafel zur anderen? Und hier haben wir sie. Eine Kerze. Da, schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Über ein Abo und einen Daumen hoch würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. So, und wir fackeln jetzt gar nicht mehr lang. Wir haben uns doch hier länger aufgehalten, wie ich es wollte. Wir starten mit dem verlassenen Haus. Gehen wieder hier rein. Klick, 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 klick. So, beginnen, wir beginnen. Wir sind hier. Wir sind hier. Mit wem haben wir es denn zu tun? Oh, wieso ruckelt das jetzt hier auf einmal? Mit Miriam Palmer. Miriam Palmer. Selbst wenn jemand neben dir ist, wird er dir antworten. Oh, wieso ruckelt das jetzt auf einmal so? Na, schauen wir mal. Mein kleines Kakerlakchen nehme ich mit. Die lasse ich nicht hier alleine. Ja, auf geht's. Marion Palmer. Mal gucken, ob sie immer noch Marion Palmer heißt, wenn ich im Haus bin. Oder ob ich ihr wieder einen anderen Namen gebe. Das mache ich sie jetzt aus zu gern. Ich mag ja Kakerlaken überhaupt nicht, aber ich muss sagen, jetzt fühle ich mich richtig wohl mit ihr. Taschenlampe. Okay, das war nur das Kind. Nur das Kind, nur das Kind. Weiter nichts. Ich hätte gerne eine Lichtquelle, bitte, bitte. Eine wunderbare, schöne, große Lichtquelle. Hier haben wir ein Licht. Kijaboard. Ich muss ehrlich sagen, als ich mir die Aufnahme, die vorletzte oder vorvorletzte oder weiß ich, wo ich ja auf jeden Fall dieses Kijaboard in der Hand hatte, nochmal angeguckt habe. Tja. Siehst du, ich werde abgehärtet. Da habe ich das mal richtig genau angeguckt. Ich hatte ja gefragt gehabt, wo du bist. Where are you? Wo bist du? Und er hat mir die Antwort gegeben: In the kitchen. Und ich habe nicht so richtig das realisiert, weil ich habe da ein L gelesen statt ein I. Sprich, wenn ich das Keyboard finde, werde ich mir das wieder in die Hand nehmen und gucken und fragen, wo sich der Geist befindet. Dafür muss ich natürlich auch erstmal Kita-Brett finden. Vielleicht finde ich es ja auch schon so vorher, den Geisterraum. Ja. Ich bin abgehärtet, junger Mann. Nee, Frau. Wir haben es mit einer Frau zu tun. Ich erschrecke mich nicht mehr so schnell. Ich kenne deine kleinen Tricks, die du hier versuchst anzuwenden, die bei mir aber langsam, aber sicher nicht mehr fruchten. Ich finde kein Kijaboard. Ich finde keinen Geisterraum. Ich finde gerade gar nichts. Nee. Ist das Kijabrett eigentlich immer da? Und auch die Karten? Die hatte ich ja auch mal in der Hand. Wo habe ich es jetzt hingestellt? Ah, da, das ist ein bisschen komisch. Die Karten hatte ich ja auch, die Tarotkarten in der Hand. Und einmal, als ich sie gesehen hatte, und seither nicht mehr. Ich habe sie einfach nicht mehr gesehen gehabt. So, hier kannst du ein bisschen rennen, auch wenn es nur 2 Schritte sind. Aber ein bisschen. Gib Gas, Gas, Gas. So, wir nehmen mit das Radio. Oder? Nee, das lasse ich erstmal noch. Ja, drop, drop.
mit G, ESD und die UV-Lampe. Ich weiß halt jetzt nicht, wenn ich sterbe, ob ich meine Utensilien, die ich dazu gekauft habe, verliere. Ich hoffe natürlich nicht, da muss ich gucken, aufpassen, weil $600 wären dann futsch. Einfach mal so futsch weg. So, was habe ich jetzt hier noch? Ach so, das Ding lasse ich mal hier. Okay. Und gucke, ob ich so jetzt hier was finde. Im Moment ist ja noch schön ruhig, was ich ganz angenehm finde. Hier brummt's rum. Hier brummt's. Ich darf nur nicht rennen. Wenn ich durchlaufe hier durchs Haus, um nach Beweisen zu suchen, darf ich nicht rennen. Ach, ich denke immer, hier ist dann Handabdruck. Da ist aber keiner. Ich weiß halt auch nicht, ob in den Geheimräumen vielleicht irgendwelche Beweismittel sind. Das ist halt das Nächste, gell? Ich möchte aber auch gar nicht mehr rein, Schimmer. Dich lasse ich auch unberührt. Irgendwas brummt da. Meine Nase krabbelt. Ich krieg Ärger vom Geist. Moment. Recht ruhig. Könnte auf einen Dämon schließen. Der Dämon ist ja auch recht ruhig. Am Anfang. Am Anfang. Bis er anfängt, sein wahres Gesicht zu zeigen. Ich hole mal die Kerze. Und ich hoffe nicht, dass ich das Geld verliere. Jetzt kannst du rennen. Ran, 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 ran. So. Immer so schnell außer Atem halt, gell? Dann kann ich jetzt auch gleich dieses Ding hier. Wo ist meine Kerze hier? Wie zünde ich die an? Ach, okay, mit linker Maustaste. Das ist gut. Halt meine Sanity, wollte ich gucken. Die dürfte aber noch gar nicht so groß gefallen sein. 91, genau. Weil es ist ja noch nichts groß passiert. Tararara, ja, sing du ruhig gegen deine Angst, gell? Ich weiß nicht, wie ich die Dinge. Das ist etwas, wo ich noch nicht so richtig schlau werde draus. Ich müsste ja auch erstmal den Geisterraum finden, gell? Bevor ich hier anfange, irgendwas anderes. Ich droppe das mal und nehme meinen Kakerlakschen. Hey, da ist nichts. Im Keller war ich noch nicht. Siehst du? Ich kann noch in den Keller gucken. Ja, das ist doch. Aber wenn es halt vor der Nase direkt ist, gell? Ich hoffe nicht, dass das im Keller ist. Keller ist ja so eine Sache, nicht wahr? Lass mal kurz mit dem Kerzchen rein einblenden, alles. Bitte nicht im Keller. Bitte nichts. Ah, das ist so doof gemacht hier. Bitte nicht im Keller. Und dieser Sessel, das sieht auch gruselig aus. Irgendwann sitzt da bestimmt ein ganz fürchterlicher Geist drauf. Hundertprozentig. Und ich hoffe nicht, dass es hier eine Geheimtür gibt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Hier im Keller eine Geheimtür. Da ist. Voodoo-Puppe. Wisst ihr was? Die werde ich probieren. Wie viele Sachen habe ich in der Hand? Ich habe drei Sachen. Eins muss ich droppen. Ich gehe nochmal ganz kurz rum. Ich weiß nicht, was die Voodoo-Puppe macht. Ich will es einfach wissen. Wenn ich das Geld verliere, habe ich Pech. Ganz einfach. Hätte ich vielleicht vorher testen sollen, bevor ich meine Kerze da mitnehme. Ist jetzt aber wurscht egal. So, ich habe sie zumindest mal mitgenommen.
Ich habe eine Voodoo-Puppe, aber was die veranstaltet, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Boah. Ups. Ich glaube, der jagt. Die Tür ist zu. Oh, ich habe Gänsehaut. Ich hätte es, glaube ich, nicht machen sollen, die Nadel reinstechen. Machst du mir die Tür wieder auf? Der macht die Tür nicht mehr auf. Muss ich die Dinger wieder rausziehen? Oh, ich glaube, ich habe es sauer gemacht. Ich glaube, ich benutze nie wieder diese scheiß Voodoo-Puppe. Hörst du auf, mich zu jagen? Hörst du auf, mich zu jagen? Die Tür wieder auf. Bitte lass die Tür auf sein. Die Tür ist halt zu. Jag die. Ich hätte nicht die Voodoo-Puppe benutzen dürfen. Es tut mir leid, dass ich die Voodoo-Puppe benutzt habe. Verzeih mir. Verzeih mir, verzeih mir, verzeih mir. Lass mich bitte raus. Oh, ich darf raus. Schnell weg hier. Ich versuche die Nadeln wieder rauszustecken. Oh, benutze nie die Voodoo-Puppe. Der Geist wirkt super aggressiv. Ich hoffe nicht, dass die jetzt rauskommt. Ich krieg die gar nicht mehr raus. Muss ich die drin rauchen? Oh, wisst ihr was? Ich guck mal schnell nach meiner Sanity. Die Nadeln kriege ich nicht mehr raus. Drei hätte ich noch reinstecken können. Ich mache das nie wieder. Oh Gott. Okay, das war's mit der Voodoo-Puppe. Ach du meine Güte. 42. 42 und ich habe keinen einzigen Proof. Nichts halt, gell? Weil ich mit der Voodoo-Puppe spielen musste. $600 werde ich jetzt verlieren. Schöne Sche-Sche-Sche. Spiele nie mit Puppen. Ich weiß oder so nicht, warum ich die benutzt habe. Ich mag doch keine Puppen. Wir nehmen dich mal wieder mit. Ich glaube, wir haben den Geist jetzt extremst verärgert. Heieiei. Oh Gott. Gehen wir hier in die Werkstatt. Diese blöde Engel halt. So eigentlich ein ruhiger Geist, gell? Aber wehe, du benutzt die Voodoo-Puppe. Fängt ja gleich an zu jagen. Hätte ich nicht machen dürfen. Da. Zwei. Oh. Was war das? Oh, oh, jagt ihr mich? Ja, ich werde sterben. Ist das eine Jagd? Ja, klar ist das eine Jagd. Ach du Scheiße. Geh weg, hör auf. Hat sie aufgehört? Oh Gott. Was bin ich jetzt? Ich hätte die Voodoo-Puppe wirklich nicht benutzen sollen. Oh, mein Herz rast. Ich guck mal kurz nach meiner Sanity. Das ist bestimmt auf Null mittlerweile. Oh Gott, oh Gott. Abhauen kann man ja so einigermaßen. Aber es bringt mir gerade nicht viel. Ich kann auch gerade gar nicht prüfen, was ich habe. Oh, 33. Also ich streiche mal hier schon mal das hier durch. EMF. Fingerabdrücke. Weiß ich nicht. Ach, ist das doof grad. Die ist so tief drin halt, gell? In dem Flur. Und Lichter aus. Ich mache Lichter an. Doch, hier ist doch das Licht an. Drop das mal. Habe ich hier einen Lichtschalter? Ich möchte Licht haben. Ich möchte Licht haben. Da
ist kein Lichtschalter. Das war hier, gell? Ja, hier. Oh! Jetzt bin ich total durcheinander. Oh, die kommt da ständig. Und die Tür ist wieder zu. Das schaffe ich nicht, ihr Lieben. Die jagt mich nonstop. Die macht auch alle Lichter aus. Ah, da ist sie! Hörst du auf? Hörst du auf, mich zu jagen? Hör auf, mich zu jagen. Hör auf, hör auf. Hör auf. Oh Gott, wie weit bin ich jetzt mit meiner Sanity runter? Wenn ich jetzt einen falschen Geist auswähle, verliere ich dann meine Kerze auch? Ich bin ja eigentlich nicht gestorben. Das wäre ja dann eigentlich fies, oder? Weil es hat ja keinen Wert. Die jagt mich ja nonstop. Guck mal, 30. Oh, ich versuche einfach mal. Fingerabdrücke hatte ich auch keine. Die hat auf jeden Fall, sieht so aus, Angst vor der Kerze. Das weiß ich nicht. Gefriertemperatur habe ich auch keine. Das weiß ich. Geisterbox habe ich nicht mal probiert. Das habe ich nicht mal. Oh, das kann ja alles Mögliche sein. Iblis Shade. Guck mal. Iblis. Iblis ist als eine Art Geist bekannt, der selbst aus der Ferne spüren und sehen kann, wo sich seine Beute befindet. Wenn du nah genug an Iblis bist, kannst du hören, wie er Worte, also geredet hat sie nicht, kannst du hören, wie er Worte verwendet, die andere Geister nicht verwenden. Ne? Ach so, wenn er jagt, konnte es unmöglich sein zu entkommen. Also ich bin entkommen, also Iblis ist es nicht. Huch. Und dann Shade, Nama und Gippo. Shade, Nama, Gippo, Shade. Shade sind als Geister bekannt, die überempfindlich auf Licht reagieren. Oh, das könnte sein. Die hat ja Licht ausgemacht. Sie mögen es nicht, sich in hell erleuchteten Umgebungen aufzuhalten und ziehen es jederzeit vor, dass das Licht ausgeschaltet ist. Das könnte sein. Nama? Keine Info. Na super. Und Iblo, oder wie hieß der? Gippo hieß der. Habe ich auch keine. Also ich vermute mal, es ist Shade. Ich mache jetzt Shade. Shade. ESG, Ektoplasma, das weiß ich alles nicht. Ich mache jetzt Shade. Bestätigen. Batsch, raus. Das ist mir zu heikel. Ich darf die Voodoo-Puppe nicht mehr benutzen. Oder zumindest am Anfang nicht. Ich muss erst mal gucken, dass ich irgendwelche Beweise bekomme. Shade was natürlich nicht. Was war es denn? Komplett falsch. Komplett falsch. Es ist ein Raichu. Das ist wurscht egal. Jetzt weiß ich zumindest, wie die Voodoo-Puppe funktioniert. Und dass ich die am Anfang nicht anfassen darf. Erst später könnte ich die anfassen, um den Geist etwas zu provozieren. Das werden wir irgendwann mal machen. So wie der Geist mich provoziert, werde ich die Geister auch provozieren. Habe ich eigentlich meine Kerze noch oder habe ich die jetzt verloren? Das muss ich mal ganz kurz hier gucken. Nee, ich habe meine Kerze noch. Sprich, ich darf einfach nur nicht sterben. Sind wir um eine Sache schlauer geworden. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Und fasst keine Voodoo-Puppe an. Bis dann, eure Hysteria. Tschüss.